Wir machen zusammen heute eine Big Mac-Rolle und danach werdet ihr sicherlich nicht nochmal zu McDonald's gehen. So, um diese tolle Big Mac-Rolle herzustellen, brauchen wir natürlich auch einige Zutaten wie Hackfleisch, Cherrytomaten, leckere Gewürzgurken. Hier habe ich Honey, Senf, dann mag mein Mann gerne scharf, deswegen scharfe Ketchup, Reibekäse oder Gouda, dann brauchen wir 3 Eier, ein bisschen Joghurt für die Soße und ich habe hier noch so ein bisschen Eisbergsalat gehabt, den brauchen wir natürlich auch, dann Magerquark oder in meinem Fall Süßmejord. Und natürlich Schablettenkäse. Und ja, davon, wie ihr mögt. Und das ist nochmal jetzt hier die Übersicht an Zutaten, die wir brauchen. Und es geht sofort los. Wir belegen das Backblech natürlich mit ein bisschen Backpapier und stellen den Ofen natürlich auf 180 Grad. Dann brauchen wir ca. 250 Gramm Magerquark oder wie gesagt Süßmejord. Und das würde ich vorher kurz nochmal ein bisschen anmixen, damit wir es nachher ein bisschen besser verrühren können. Dort fügt ihr dann eure 3 Eier hinein und das wird übrigens der Teig für die Big Mac Rolle. Und übrigens ist das ganze Rezept totally low carb. Dann fügt ihr dort den Käse mit ein und verrührt das Ganze ganz gut. Und dann kommt das Ganze einfach auf das Backblech. Ihr braucht keine Angst haben, oh nee, wird das überhaupt was? Wird das nachher fest? Oder wird das nicht fest? Oder kriege ich das nachher zusammengerollt? Ich habe das Rezept jetzt schon ganz oft gemacht und jedes Mal hat das wirklich wunderbar funktioniert. Aber dafür müsst ihr das schön glatt streichen, gleichmäßig. Und ich habe hier noch ein bisschen Paprikaflocken aufgemacht und dann für 20 Minuten in den Ofen geben. So, als nächstes können wir einfach die weiteren Zutaten vorbereiten. Und zwar schnibbel ich jetzt hier so ein bisschen eine Handvoll Cherrytomaten, 3-4 Gewürzgurken. Das könnt ihr natürlich nach Belieben machen, je nachdem, wie viel ihr mögt. Dieses Rezept ist übrigens gut sättigend für 2 Personen, aber es könnten eigentlich auch 3 Personen davon essen. Dann machen wir jetzt nochmal kurz die Soße. Dafür brauchen wir 2 Esslöffel Joghurt. Ihr könnt von der Soße auch die doppelte Menge nehmen. Also für uns hat einfach dieses am besten gereicht. Und ein bisschen 1,5 Esslöffel Ketchup mit hinein und ein bisschen von unserem Senf. Und da mein Mann das auch ein bisschen wieder schärfer mag, tue ich dort immer noch gerne ein bisschen diese Paprikaflocken rein und bitte den Teig und auch die Soße und nachher auch das Hackfleisch nach Bedarf würzen. Das ist natürlich euch überlassen. Kurz bevor der Teig im Backofen zu Ende ist, also 15 Minuten, würde ich das Hackfleisch anbraten, weil wenn ihr das zu früh anbratet, dann ist nachher die Rolle kalt sozusagen, weil die Käsemischung erkaltet doch relativ schnell. Hier würde ich übrigens noch eine Zwiebel mit hinzufügen, die hatte ich leider nicht mehr da, aber schmeckt garantiert dann noch viel, viel besser als, ja, das ist meine Variante. Hier habe ich jetzt schon den Schablettenkäse raufgelegt, dort könnt ihr auch wieder viel rauflegen, wie ihr möchtet. Dann kommt dort unser gebratenes Hackfleisch oben drauf. Bitte darauf achten, dass es ihr nicht zu trocken anbrät, weil auch nicht gut. Dann ein bisschen Eisbergsalat drauf, eure ganzen Belege drauf. Ihr könnt auch, was ihr möchtet, einfach mit drauflegen. Aber so schmeckt es wirklich original. Huch, da ist meine Kamera übrigens in die Big Mac-Rolle reingefallen. Das Rezept schmeckt original nach Big Mac. Sogar noch besser. Herzlichen Dank nochmal an Zetta für das Rezept. Ich kannte es vorher gar nicht. Und mein Mann liebt es und er sagt, wow. Und am Anfang meinte er, was ist das denn? Ey? Das esse ich nicht. Und jetzt ist er wirklich, er liebt's. Dann rollt ihr das einfach ganz einfach ein. Es ist wirklich super, super einfach. Dauert wirklich nur 20 Minuten. Ja, probiert es unbedingt aus. Und jetzt muss mein Mann natürlich das Ganze nochmal ein bisschen probieren. Jorum? Jorum, Jokmo. Oh, das ist ein Gemmel, wo Halkaise. Gemmel, super. So, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Bitte, bitte, bitte probiert's aus. Ihr werdet es nicht bereuen. Das ist jetzt schon das 3. oder 4. Mal, dass wir das machen. Weil Melle sagt immer, oh, kannst du mir die Big Mac-Rolle machen? Klaro. Ja, ich wünsche euch gutes Gelingen und natürlich einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, über reichliche Kommentare. Falls ihr meine letzten beiden Videos nicht gesehen habt, hier und abonnieren könnt ihr mich hier. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und tschüss.